Yo Leute, heute Abend um 19.30 Uhr oder 20 Uhr gibt es einen Gunrunning Livestream auf Twitch, deswegen schaut unbedingt vorbei, Links in der Beschreibung. Wir werden da die neuen Missionen zu zocken, also da gibt es echt richtig, richtig coole neue Missionen, also mit Philipp werde ich das alles machen. Und ich hoffe, ich schalte dann ein und viel Spaß jetzt bei dem Video, wo ich alle Fahrzeuge tune, freischalte, alles mögliche. Also viel Spaß heute und ich hoffe, man sieht sich bis später bei Twitch und haut rein, viel Spaß. Oh, Wand. Hier muss ich rein. 90er Farbung. Ich werde mal so eine Digital-Tarnung nehmen. So, boah. Oh, man, wie sieht denn das aus? Warte mal, sind die anderen auf der anderen Etage? Okay, wir werden mal den Panzer, wenn wir auftun. Oh, hier ist, oh, hier ist unser Anhänger. Wie können wir jetzt das Ding da reintun, oder was? Warte mal, ich muss einmal grüner Farbe. Ich will jetzt alles in Armee haben. Laber. Ich pack grad so einen Panzer in mein Haus rein. Ja? Aber nicht. Doch, du spinnst. Ich tune jetzt meinen Panzer hier drin. Oh, ja, mein Panzer ist hier drin, Mann. Panzerung hoch. Ey, hier vorne, da geht's ja weiter. Guck mal. Hier ist so eine Geheimtür, hast du schon gesehen? Ja, ja. Ey, war die nicht gerade zu? Ja. Guck mal, die geht so auf. Tack. Xenon-Scheinwerfer für den Panzer. Oh, das Design. Oh, mein Gott, die Design. Das sieht ganz cool aus. Ah, falsche Taste. Fenster, wahrscheinlich Fenster, Limousinenfenster. Aber das sieht auch, ich will, Mann, das Problem ist, da ist gerade so viel dazugekommen. Ich will alles ausprobieren. Aber ah, man kann Luxusreifen auf die Panzer drauf machen. Auf welchen Panzer denn, auf dieser MTW oder was? Ja. Ich fahre jetzt raus in meiner Kommandozentrale. Low, Alter, aber ich lasse lieber so die Reifen. Ja. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. So. Immer. Boah, das ist aber ein Ding hier. Digga, was ein Biest. Warte, ich fahre nochmal kurz zu den anderen. Boah, guckt euch mal. Alter, wenn man über die anderen Autos rüberfährt, ist er wie ein richtiger Panzer dann. Wenn die kaputt gehen. Hast du die mal. Anderen Autos locker überfahren? Ja, die gehen richtig kaputt. Gucken wir das Fahrzeug jetzt an hier mit Tuning. Jemand hat meine Kommandozentrale geklaut. Lava, Digga. Ich gehe jetzt hier an ein anderes Geschütz ran. Panzer, ich hätte, ne, Ego ist da leider nicht, also keine gute Ego. Panzerplatten. Ach nein, hier muss ich erst tunen. Ah, ich habe nur das eine geschützt gerade. Warte mal, ich setze mich mal kurz rein. Oh, Granatwerfer oder Minigun. Schusssicher auf jeden Fall. So. Aber ich muss sagen, der Buggy hier gefällt mir jetzt nicht so. Der hat nicht so wirklich, oh gut, ich habe noch keine Waffen deswegen. Als ob es am Hafen einen Flugzeugträger gibt. So muss eigentlich gut sein. Und wenn ihr neu seid, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da und könnt auch gerne liken, wenn es euch gefällt. Ich würde mich sehr freuen. So, wir werden jetzt erstmal unseren Panzer aufrüsten gehen. So geil sind noch nicht mal Mods. Oh mein Gott! Oh! Ey, du kannst die Autos nicht reinquetschen. Alles, was im Weg steht, fährst du weg. So, ich fahr erstmal mein Ding hier rein. Ich will erstmal diesen Panzer da aufrüsten und hier mit reinfahren. Ich will erstmal gucken, wie das aussieht. Panzerplatten. Uiuiui. So wie Zombie-Apokalypse. Ergönnt sich. So. Anhängungsmine hätte man auch. Achso, Leute, wenn ihr keinen Livestream verpassen wollt, heute wird es nämlich nochmal ein Livestream gehen. Ich werde heute zweimal Livestream. Einmal heute Abend werden wir nämlich zusammen mit Brox die neue Mission zocken. Auf jeden, Alter. Dann müsst ihr am besten die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keinen Livestream mehr. Ich habe einen Heckmörser. Oh, eine doppelte Minigun. Halt dein Maul, Mann. Oh, so, Raketenwerfer also, habe ich noch nicht. Also die Panzer sind jetzt quasi im Dings drin, in der Garage. Und damit kann ich jetzt hinten in die Kommandozentrale reinfahren, ja? Ja, wenn du das gekauft hast, das, wo du die dritte Position aufgeben musst dafür. LOL! Ich kann aus meinem Arschloch schießen. Flup. Was schießt du denn gerade rum? Flup. Oh, das kann man. Flup. Oh, ich weiß nicht, was ich zuerst nehmen soll. Hab ich da endlich Munition? Das neue Kettenfahrzeug. Ich werd irre. Digga, das ist das neue Kettenfahrzeug hier. Das sieht ja mal so geil aus. Ich feiere so eine Fahrzeuge. Und ich kann. Aber weil das so noch so etwas älter ist. Und wenn ich gedrückt halte, wird es weitergeschossen? Ja, wenn ich gedrückt halte, wird es weitergeschossen. Wie so ein Bürgerkriegswagen aus. Für einen Bürgerkrieg so schnell mal hier so für ein paar. Ja, wie kann ich denn jetzt. Räuber? Ich weiß nicht, wie es heißt, Leute. Flup. Hier haben wir unseres Amphibienfahrzeug. Weiß ich nicht, aber ich habe unendlich Munition hier. Das Amphibienfahrzeug, 100%. Wenn nicht, dann würde mich das wundern. Ja, ich kacke hier Granaten. Oh, ich habe keine Munition mehr. Hey, wie kann ich jetzt schießen? Oh. Hä, wie kann man mit dem Mausrad wechselst du wieder? Mit dem Mausrad. Level 3. Gönn dir, Bro. So, jetzt holen wir uns mal ein richtig geiles Auto. Danach holen wir uns mal diesen Anhänger, den Philipp meinte. Alter, ist das ein Gerät. Der ist richtig schnell.
Aus dem Bild. Oh, die geht jetzt richtig hart. Oh, wer ist nach oben geflogen? Sorry. Also was macht der denn hier? Telefonzelle. Oh, Digga, er trollt halt. So ein Pisser, ey. Aus dem Weg! Schieß ihn mal ab, den Pinken da. Kann ich mit schießen? Nee, allein kann ich nicht schießen. Ah, ich denke, wenn ich kann ich denn jetzt damit reinfahren? Ich muss hinten ran und dann rechts. Oh. Jetzt fährt das Ding wirklich in die. So, Panzerung machen wir hoch. Holy moly, okay, Panzerung 100%. Oh, Panzerplatten, Alter. Rennbremsen. Motor. Bremsen ballern wir auf jeden Fall hoch. Motor hoch. Design. Oh, ich kann es auch die dicke Tarnung raufknallen. Viereck drücken zum Wechseln, okay. Nice, Scheinwerfer. Xenon. Hintertarnung. Oh, schade, dass ich noch nicht so viele Tarnungen freigeschaltet habe. Ich nehme mal das hier, das sieht cool aus. Annäherungsmine. Habe ich leider noch nicht frei. Du kannst eine Annäherungsmine reinknallen. Weiß. Oh, nicht verkaufen. Also gut, man kann die ganzen Erfahrungen nachher wieder verkaufen. Oh, das sieht cool aus. In schwarz. Aber für den habe ich leider noch gar keine Waffen frei, das ist ja langweilig. Ich muss mir Forschung machen. Wir fahren jetzt zu dem Dings wieder, Leute. Wir fahren jetzt zu dem Bunker. So, genau den Anhänger, den will ich jetzt auch holen. Ich fahre jetzt zum Bunker. Oh! So, ich finde das Motorrad hier noch irgendwie am geilsten, so vom Look her. Boah, ich knall mit dir hier. Ich knall mit dir auf hier. Ab zum Bunker! Du kannst dein Fahrzeug in der Kommandozentrale transportieren! Ja, ich weiß. Du kannst jetzt aus der Kommandozentrale rausgehen, kannst du in der Kommandozentrale rumfahren. Ich weiß. Und dann kannst du dein Fahrzeug drin behalten. Oh, wir sind richtig am Düsen, ey. Der eine Paulberger hat meine Kommandozentrale geklaut. Was? Ist das... Ich guck mal, ob das ein Amphibienfahrzeug gleich ist. Ey, hör doch mal auf, meine Kommandozentrale die ganze Zeit zu klauen, Paulberger. Hier ist er doch. Steig mal ein. Oh! Oh mein Gott! Oh, ich bin voll gegen das Schild geknallt. Oh mein Gott! Der eine sitzt oben im MG. Ey, das Schild ist, hält der Stand, ey. Voll gegen geknallt. Ich wollte eigentlich hier direkt so rein. Ja, voll gegen das Schild. Ey, die Cops haben jetzt gar keine Chance mehr. Du kommst hier mit Militär-Update. Du hast ja einfach Sachen, Leute, die zerstören dein Leben. Guck mal, er schießt einfach aus der Seite raus. Ja, wie viele Leute kann man hier transportieren? Boah! Kann man damit Wasser fahren? Ich weiß nicht. Ich probier's jetzt einfach mal. Warte mal. Wie kann ich das jetzt benutzen, Leute? Freunde, ist das ein Amphibienfahrzeug? I'm ready for a challenge. Boah! Laba. Machen wir erstmal so. Lackierung. Yo! Das ist ein Amphibienfahrzeug! Ich kann jetzt die Yacht angreifen! Wie? Damit kannst du auf Wasser knallen! Oh, aber wie kann ich jetzt den Anhänger benutzen? Ah, Flak-Anhänger anfordern. Ey, ich kann damit durch Wasser peitschen. Wie? Da kannst du einfach im Wasser fahren mit. Mit dem Panzer, ne? Ja. Ja. Ja, das ist heftig, Digga. Das Update ist unnormal. Okay, jetzt machen wir unsere Forschung wieder besser. Hier. Ich brauche ein bisschen mehr geile Sachen. Beschleunige Forschung, genau mache ich jetzt, Gummihans. So. Forschung, beschleunigen. Aber ich muss mal Lester anrufen. Oh! Holographisches Visier für das Gefechts-MG. Tunst du gerade deine Waffen? Nee, aber ich habe gerade eine Forschung gemacht. Gefechts-MG war das, ne? Zielfernrohr. Holographisches Visier, oh! Ja, wo ist denn der Waffenschrank, Leute? Ich habe noch einen Waffenschrank gekauft. Hier? Nee, okay. Doch hier. Hier Warstock. Müssen wir jetzt noch wieder hinfahren. Also kostet relativ viel und Unlock All habe ich selber gar nicht. Also war aber nur viel Geld drauf, also keine Unlock All. Oh, Lenk für den Flak. Oh, geil. Ich weiß geil, das was geil ist. Ich dir gleich ich zeig dir jetzt gleich mal meine Waffen. Die sind GTA ist einfach meiner Meinung nach Controllerspiel. Oh, habe ich neues Design hier. Ne? Okay, Fahndungslevel ist endlich mal weg. Oh! Lenkraketenbatterie habe ich jetzt. Hast du auch Thermalvisier schon? Nee, aber Lenkraketenbatterie. Für was denn? Für die Flak. Dann geht ja die Forschung relativ schnell, wa? Ja, du kannst ja halt überspringen nachher, wenn die so ein bisschen angedingst wurde. Okay, warte mal. Die Kommandozentrale, die kostet glaube ich nicht so viel. 1,2 Millionen. 1 Million kostet die voll ja, voll aufgedingst. Oh nein, Polizeihelikopter! Mann, die alle. Ich muss hier mit den Leuten arbeiten. Ich bin fast draufgegangen. So,
So, jetzt muss ich aber anfangen hier. Also Fahrzeuge. Da. Anfordern. Okay. Ja, man sieht schon, Leute, die fucken halt vom Bunker echt richtig ab, ey. Steht der Anhänger da jetzt was alleine? Hast du gemacht? Hast du auf Forschung jetzt gestellt alles? Oh, cool. Ja, genau. Herr Leute, ist immer ein anderer Wagen. Warte, komm mal her. Ja, man kann Verbesserungen auch kaufen. Ich kaufe einmal die Verbesserung. Kaufen Sie diese Verbesserung, um Sicherheitspersonal einzustellen und Überwachungsausrüstung zu installieren. Diese wird die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Waren von Kontrahenten gestohlen wird. Oh mein Gott! So. Oh mein Gott, mit anvisieren. Dann werden wir noch Personal. Kaufen Sie Verbesserung, verbessertes Personal. Heute Abend wird dann nochmal das Beste kommen mit den Missionen. Die werden halt richtig, richtig geil. Also korrekt, dass ihr alle am Start wart. Vielen, vielen Dank, Leute. Und bis heute Abend oder bis morgen dann wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschaußen.